Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch letztens die Engine Spellbound Core vorgestellt, meine neue Barsch Baitcast Route, und da fehlte jetzt noch die Baitcast Rolle. Die habe ich mir bei Fish Candy geholt, und zwar die wollte ich einmal kurz mit euch teilen bzw. vorstellen. Und zwar habe ich mich für die Daiwa Alphas SVTW 800 SHL entschieden, und zwar, ja, das ist eine Finesse Baitcast Rolle. Das ist keine Ultra-Finesse, aber die wirft ab 4 Gramm schon und ja, perfekt eigentlich für meine Barschroute. Und bevor wir uns die angucken, gucken wir noch, was wir dabei haben. Einmal haben wir hier Skirted Jigs, und das in einer Fish Candy Spezialfarbe. Ich zeige euch die mal so, man kann die Farbe schon sehr gut sehen. Hinten steht auch drauf, das ist hier Perch Candy Special. Kann man ganz gut erkennen, denke ich. Das hole ich ihn auch später nochmal raus. Und 5,2 Gramm, also ideal als Wurfgewicht. Kommt ja auch noch ein Trailer drauf. Also kann man schön werfen, den Kollegen. Und dann haben wir hier noch in der Farbe Motor Oil Fish Candy Spezial. Also zweimal den Kaishin Finesse Jig. Auch ebenfalls in 5,2 Gramm. Schön zum Werfen für die Route. Und ganz neu die Farbe hier Mighty Mama Skinny Craw Fish Candy Spezial, da muss ich euch mal kurz einen rausholen. Ich hatte den schon im Video gesehen. Und zwar ist er so zweifarbig, oben bzw. unten ein bisschen ja, dunkler. Und oben, hier kennen wir an den Augen natürlich auch, da haben wir die helle Seite. Und hier erinnert er uns an so einen ja, frisch gehäuteten Krebs. Und frisch gehäutete Krebse sind leichte Beute für Barsche, weil sie sich weniger wehtun bei den Attacken und ja, leichter zu schlucken sind. Von daher, geh mal dich da ran. Sieht richtig, richtig gut aus. Hier haben wir die Scheren. Das ist jetzt die Unterseite, quasi der Bauch, die dunkle Seite, und hier die helle Seite ist dann oben, wie er denn so im Wasser steht. Ja, sehr, sehr cool. Dann beginnen wir mal. Haben wir hier noch so einen Neckholder von Fish Candy, die sind auch neu. Habt ihr vielleicht schon im Video gesehen zuvor. Das ist eine Gratisbeigabe. Und entschieden habe ich mich für Fluorocarbon als Hauptschnur. Und zwar habe ich mich hier für die Siga R18 Fluoro Hard entschieden. 80 Meter sind draufgespult. Die kompletten 80 Meter brauche ich in der Länge jetzt nicht. Wir sehen gleich, wie viel die Rolle aufzuspulen hat in der Stärke 10 Lips. Und ja, eine 26er Schnur. Und ja, zeige ich euch gleich mal. Und jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Das ist hier die Rolle. Das ist ein Shallow Spool Model, also damit ist Shallow, also flach, damit ist die Spule gemeint. Und ja, was können wir noch der Verpackung entnehmen? Das hier ist ziemlich wichtig, immer bei den Rollen natürlich. Und zwar haben wir eine 7,1 zu 1 Übersetzung, also einen etwas langsameren Schnureinzug. Gibt es auch in einer schnelleren Variante, aber dadurch, dass ich von Haus aus schon immer ein bisschen schneller einhole, ich weiß nicht, ob das eine Krankheit ist, aber ja, wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Ruhe, Gelassenheit, aber deshalb habe ich mich einfach für den 71 cm Schnureinzug entschieden, pro Kurbelumdrehung, sehen wir hier. Wir haben hier 4,5 Kilogramm Bremskraft und 175 Gramm ist die Rolle schwer bzw. leicht und hat 7 Kugellager drin verbaut. Wir sehen hier beispielsweise TWS, das ist das der T-Wing System, also kann ich gleich nochmal näher drauf eingehen, oder SV Concept, damit ist diese Leichtgängigkeit der Spule gemeint. Bei leichten Ködern geht das dann ein bisschen schneller voran. Oder Hyperdrive Digi Gear, damit ist das Getriebe gemeint, dass es ja, hochmechanisch bzw. digital gefräst, und das Getriebe ist einfach nochmal 10-mal präziser als herkömmlich. Und ja, dieses Hyperarmed Housing und Hyper Tough Clutch, damit ist einfach nochmal das Gehäuse gemeint, dass es wirklich sehr massiv ist. Und ja, wenn das nicht sauber gearbeitet ist oder nicht richtig massiv ist,
da ja, entstehen ja Kräfte, die wir an der Kurbel haben, dann würde sich da irgendwas verziehen oder so und dann hätten wir schnell eine kaputte Spule bzw. Baitcast-Rolle und hier ist alles mit Qualität und ja, alles gut durchdacht und stark verbaut. Hier haben wir die Rolle einmal noch eingepackt und hier ist das schöne Teil. Also wenn wir hier ein bisschen dran rütteln oder so, da bewegen, dann das tut der Rolle nichts an. Ja, das ist einfach massiv gebaut und ja, so soll es natürlich sein. Ja, hier ist die Rolle und fühlt sich schön an. Ich habe echt ziemlich kleine Hände für einen Mann und die liegt richtig schön in der Hand. Wir haben auch hier nochmal 7,1:1 die Übersetzung drauf. Alphas SVTW ist nochmal, das steht nochmal drauf. Wir haben hier die Bremseinstellung. Könnt ihr das jetzt hier sehen? Wir haben hier von 0 bis wahrscheinlich 20. Bis 20. Die Bremseinstellung. Hier gehen wir gar nicht erst bei. Es sei denn, wir haben hier irgendwie ein bisschen eine lockere Spule, aber da fassen wir erstmal nichts an. Außer wir sind unzufrieden mit dem Wurf, mit der Wurfeigenschaft, aber das sollte alles so hinhauen. Und ja, was ich zu dem T-Wing-System nochmal sagen kann, das ist von Daiwa ganz cool durchdacht. Das ist auch nicht immer so gewesen. Und zwar hier darin wird die Schnur quasi von links nach rechts oder rechts nach links bewegt. Und wenn wir aber auswerfen, dann haben wir nicht diese schmale Führung. Dann schnappt er einmal frei. Dann haben wir hier eine breite Flugbahn für die Schnur und weniger Reibung, sodass der Köder ja durch die wenige Reibung einfach weiter fliegen kann und ja, ein bisschen mehr Winkel hat als herkömmliche kleine ja, Kanäle, wo die Schnur dann durch muss, wenn die Schnur auf der linken Seite jetzt natürlich steht und wir haben hier nur so einen kleinen Kanal, wo die auf der rechten Seite die Schnur durchgeht, dann ja, passieren schneller Perücken und ja, die Köder werfen nicht so viel, durch die Reibung auch nicht so weit. Deshalb ist dieses T-Wing-System schon sehr, sehr gut. Ja, das erstmal zu der Rolle. Ich glaube, ich mache mal kurz hier auf. Hier haben wir die Spule. Die Spule wiegt übrigens 12 Gramm. Und ja, bespulen tun wir die mit Fluorocarbon, also mit dem Siga R18, wie schon erwähnt. Ich habe mich jetzt einfach für Fluorocarbon entschieden, weil ich eine direktere Führung von Rigs habe. Also jetzt beispielsweise bei den ja, Skirted Jigs, Fluorocarbon geht unter, schwimmt nicht so wie Braid, also wie geflochtene Schnur und haben direktere Führung, präzisere Führung des Köders hier. Auch hat die hier wenig Dehnung, von daher, ich mag das ganz gerne mit Fluorocarbon fischen, hauptsächlich aber auch wegen der weniger Sichtbarkeit unter Wasser als jetzt ein Geflecht. Ja, so große Unterschiede finde ich da gar nicht. Also klar ist, man hat einen direkteren Köderkontakt bei geflochtenen Schnüren, aber das ist wirklich minimal und ja, ich finde das so eigentlich eleganter mit Fluorocarbon. Aber da ist ja jeder anders, so viel persönliche Geschmackssache dabei, das darf jeder für sich dann entscheiden. Und ja, ich würde sagen, ich bespule die mal und bei Fragen zu der Rolle oder ja, zu sonstigen Themen, sagt mir gerne Bescheid. Und gekostet hat die Rolle 239,90 Euro, ist sie aktuell im Shop. Und ja, das ist für eine Finesse-Rolle auch nicht wirklich teuer, wenn wir mit 4 Gramm damit schon werfen können. Und ja,
Ich bin sowieso so ein eher ein Daiwa-Fan als Shimano, aber das ist so eine Geschmackssache zwischen Mercedes oder BMW wahrscheinlich. Ja, ich werde die Spule bzw. die Rolle jetzt bespulen und ja, danke fürs Zuschauen und lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und bis bald. Ciao.